Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem neuen Projekt oder einem weiteren Projekt, und zwar AR Memories of Gold. Ich bin über Steam auf das Spiel gestoßen und es hat wirklich interessant einfach ausgesehen, deswegen spiele ich das. Es hat keinen großen Hintergrund oder ich bin noch nicht wirklich gehypt gewesen auf das Game. Ich habe das Spiel gesehen, der Trailer hat mir gefallen und ich dachte, das muss ich mal ausprobieren und am besten doch gerade mit euch zusammen. Und ich will auch gar nicht groß um den heißen Brei reden, fangen wir doch einfach mal an. Wird geladen. Auk, hör mir zu. Ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Ich muss eh drücken. Ah ja. Wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Statt der Himmelsinseln war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie errichteten große Bauwerke, unter ihnen drei Tempel, hier im Land der Götter. Deine Reise wird dich zu allen dreien von ihnen führen. Etwas ändert sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei, das Land zerbrach und hinterließen uns die Himmelsinseln. Die Priesterin Kara betete am Leuchtturm und fand Antwort, die unserem Volk dabei helfen, die große Katastrophe zu überleben. Die erste Station eines jeden Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Aug. Geh schon. Ich werde hier draußen auf dich warten. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Die Musik ist vielleicht ein bisschen laut. Ich kann nur pausieren. Okay. Okay, kann ich jetzt im Nachhinein noch die Musik ein bisschen leiser stellen, weil die war halt echt mega laut gewesen. So ist gut. Okay. Okay. Nun denn. Ich muss gerade überlegen, wie... Ah, okay, verstehe. So kann man laufen. Und ich muss mich jetzt zum... mit Space springen, genau. Zum... Leuchtturm begeben. Das wurde mir gesagt. Von wem auch immer. Ah, wie ich schon geahnt habe. Wunderschöne Musik im Hintergrund. Lesen. Diese Tafel ist verwirrend. Ein Teil des Textes ist unleserlich. Im Land der Götter gab es drei von ihnen. In drei Häusern. Schlummernd unterm ewigen Firmament. Okay, das Spiel ist wahrscheinlich so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Erlebnisreise, nehme ich mal an. Funktioniert ziemlich gut. Okay. Ich hoffe, der Mauscursor stört euch nicht. Kann ich auch. Okay, was haben wir hier? Die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen erstrahlt mit Karas Namen. Ihre Laterne führt und beschützt uns, als die Welt zerfiel und wir zum Himmelsvolk wurden. Okay. Ah, ich liebe so Games. Mal was anderes als immer nur so Ego-Shooter und Geballer und einfach mal was Ruhiges. Und ich hoffe, ich laber euch nicht zu viel. Gut, gibt's hier oben was zu entdecken? Nicht unbedingt, oder? Nee. Okay. Ich würde gerne noch ganz kurz die Mausempfindlichkeit ein bisschen umstellen. Die Gameplay, die... ja. Na komm, lassen wir. Das wird schon alles funktionieren. Ich finde es auch cool, dass man noch gar nicht so wirklich weiß, um was es hier geht und dass man das so ein bisschen selber herausfinden muss. Was haben wir hier? Betritt die Halle der Erinnerung, in der Karas Licht erstrahlt. Solange sie lebt, erlosch es nie. Frag und vielleicht wird sein Schrein die Antworten. Okay, Karas anscheinend ein Mann, weil ich dachte jetzt zuerst, das wäre eine Frau gewesen. Aber jetzt wissen wir schon wieder ein bisschen mehr. Oh, okay. Okay.
Sehr schön. Das dürfte hier Karas Schrein sein wahrscheinlich. Sieht schon sehr cool aus. Okay. Ich will nur ganz schnell gucken, dass ich die Helligkeit vielleicht auch höchstens noch ein bisschen heller mache. Schattendistanz. Ist okay, komm. Lassen wir alles so, wie es ist. Ich will nur ein bisschen leiser machen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Laterne mit F. Wow. Okay. Wir müssen hier raus. Heieiei, wo geht's denn lang? Von da, wo wir gekommen sind? Ja, wir müssen hier diesen Geistern folgen. Da kommen wir nicht raus. Da hinten. Okay. Ich würde dem Wasser mal folgen, oder? Da sind wir sicher richtig. Weil hoffentlich brennen die Laternen lang genug, um den jüngeren Pilgern den Weg zu weisen. Ah, wir müssen den Laternen folgen, okay. Am besten dabei aufpassen, dass mir nicht irgendein Stein auf den Kopf fällt. Links, rechts, links. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Können wir wieder ein bisschen lauter machen. Okay, oben haben wir auch einen Kompass. Oh, hier steht einer, cool. Auk, bist du unversehrt? Den Göttern sei Dank. Geht es dir gut? Den Göttern sei Dank, geht es dir gut. Was ist da drin geschehen? Als die Höhle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das die Laterne? Sonderbar. Diese Laterne ist ein antikes Artefakt namens Karas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hier bleiben und mich im Schrein umsehen. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einfach den Papierdrachen. Rede mit deiner. Sobald du angekommen bist, sie wird dir den Weg weisen. Also. Oh, was? Verwandeln? Oh, ganz cool. Was? Okay, Space mit Flügeln schlagen? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ah, hab's schon. Nach links und rechts neigen. Ganz geil. Ui. Vogelkamera zurücksetzen mit Shift. Ah, okay, hab's verstanden. Oh, ist ja mega. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss. Also ein bisschen nach unten. Das ist nicht gut. Wieder hoch. So, wir müssen irgendwo mal landen. Und zwar safe. So.
Ist zwar noch ein bisschen schwierig. Okay. Ja, das sind so kleine Bugs, die kann man verzeihen. Ich weiß gerade gar nicht, wohin. Man kann eine Karte aufmachen. Ich schätze mal, ich weiß auch nicht mehr, was der gesagt hat. Ich glaube, hier hinten hin. Zu dem Turm da hinten. Wollen wir da hin? Ich denke schon, oder? Let's go. Mhm. Mit einem Flügelschlag gibt man einfach sowas ein bisschen Gas. Oh, das ist schon ein bisschen cool. Also ein bisschen ist gut. Gefällt mir echt gut. So. Hier haben wir das Dorf. Okay. Ich glaube, hier mussten wir auch hin. Zu Dinah müssen wir jetzt. Das weiß ich noch. Hier ist niemand. Da steht jemand. Ah, hier sind noch mehrere Leute. Was haben wir? Hallo und willkommen, Auk. Woher kam dieser Lärm? Was? Geht es dir gut? Ich bin übrigens John. Dinah und ich kümmern uns um den Leuchtturm hier auf der Insel. Wir passen auf, dass im Land der Götter alles mit rechten Dingen zugeht. Keine leichte Aufgabe, wenn man all die seltsamen alten Ruinen und Wunder bedenkt. Seit Erin geboren wurde, fehlt mir die Zeit, sie zu besuchen. Aber das macht nichts. Ich glaube, sie ist abenteuerlustig und das erfüllt ihren Vater mit Stolz. Wenn du Zeit hast, würde ich dir einen Besuch der Windsangfälle empfehlen. Als die Welt noch eins war, kämmte ein Wassergeist ihre wunderschönen Haare am Bach dort. Der Wind sang zu ihr, bis sie ihre Haare hinunterließ und es sich mit den Wolken mischte. Ein Regenbogen war geboren. Nicht, dass ich dort jemals einen gesehen hätte, aber es ist eine nette Geschichte. Dieser Ort befindet sich nördlich von hier, hinter den Wolken. Wollen wir da hingehen? Ich würde schon sagen, oder? Wenn er uns das doch schon vorschlägt. Zu den Wasserfällen. Komm, dann machen wir das doch. So. Nördlich von hier. Schauen wir mal. Unten? Oben? Oder fliege ich aus der Karte raus? Zeig mal her. Nö. Oha, ist einfach ein extrem weites Stück, ne? Okay, das sind einfach wirklich nur Wolken wahrscheinlich. Kann ich da durchfliegen? Ja. Oha, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Krass. Ich dachte, das sind einfach so unfertige Texturen, aber das sind wahrscheinlich wirklich einfach nur Wolken. Ja, tatsächlich. Wir suchen einen Wasserfall. Ich glaube, das könnte der ganz da hinten sein, oder? Windsangfälle. Entdeckt? Ja. Karte? Ah, die haben wir neu entdeckt. Super, das ist entdeckt worden auf der Karte. So. Da hinten ist der Wasserfall. Heieieiei, hat die einen Speed drauf. Oh! Hui! Voll gegen die Wand. Also. Mega. Da unten müssen wir hin. Nicht schlecht. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Hier oben ist ein Turm. Uiuiuiui. Ich will auf den Turm drauf. Da will ich hin. Da will ich hin. Hier ist was. Ich bin Raya.
Johals Tochtern. Ich suchte nach seinen Worten, um zu verstehen, was ihm auf seiner Reise geschah. Die Bürde meines Vaters war groß, obwohl wir eine neue Heimat fanden, war er nie wieder derselbe. Es gibt Hoffnung. Und im Frühling wurden mehr Kinder geboren als noch zuvor. Wir werden uns erholen, aber wird langsam spät. Aber er sorgte sich. Die Krankheit der schwarzen Steine, die mein Vater fand, bereitete ihm große Angst. Jedoch wurde sie bisher nur ein- oder zweimal beobachtet. Die Insel, die wir nun Heimat nennen, sind sicher. Bald wird auch Kara ein Kind gebären und das Leben ist in unseren Herzen zurückgekehrt. Okay, wir haben also von einer Art Seuche jetzt erfahren, durch diese Steine, die schwarzen Steine, also dann so eine Art Seuche. Ja, okay, nochmal. Und genau, da hinten sind auch noch mehr Sachen. Aber ich glaube, jetzt begebe ich mich langsam erstmal wieder zu dem Dorf. Ich muss nur den Winkel ungefähr richtig... Oder ich gucke mal, was da unten noch ist. Das will ich noch abchecken. So, zack. Hi. Ah, ganz ruhig. So, fast die falsche Taste gedrückt. Schauen wir doch mal, was hier ist. Das scheint so eine Art Schrein zu sein. Das könnte ein Delfin sein. Das ist auch ein Delfin. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Ich dachte, da passiert was. Und der Schrein da hinten ist doch wahrscheinlich auch ziemlich klar, ich nehme an. Schauen wir. Auch wieder ein Delfin. Und sonst eigentlich nichts. Bis jetzt zumindest. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht noch irgendwas gibt später. Also gut, dann begeben wir uns mal zurück zu Diana heißt die, glaube ich, oder? Oder doch Diana. Ein bisschen Vollgas geben hier. Fliegen wir richtig? Genau, der Winkel stimmt. Halleluja, hat den Speed drauf. So ist gut. Die Siedlung. Und zack. Bam. Also uns kann anscheinend auch nicht viel was passieren hier. Oh, guck mal da. Lauf doch nicht weg von mir. Ja. So. Suchen wir jetzt nur noch die Diana. Oh, das sind noch so Wandmalereien. Hier haben wir einen zweischwänzigen Fuchs und das könnte eine Art Storch oder Kranich oder so sein. Gut. Sprechen. Das ist sicher diese Diana. Gut, dann wollen wir nochmal gucken, was die zu sagen hat. Geht es dir gut, Aug? Dein Name ist Aug. Ja, richtig. Wir haben es von Karas Schrein her grollen gehört. Ich bin froh, dass du hier, dass du entkommen bist. Ich heiße Diana, Deiner, tut mir leid. Willkommen. Wir haben schon lange keinen Pilger mehr gesehen. Dein Mentor Medwin war der letzte von ihnen. Meine Eltern haben ihm damals geholfen. Ich, John und unsere Tochter Erin werden nun dir zur Seite stehen. Solltest du jemals nicht mehr weiter wissen, kehre hierher zurück und rede mit uns. Schließlich sind wir hier, um dir zu helfen. Die Reise eines jeden Pilgers führt dich zu den drei Tempeln im Land der Götter. Kara hat sich vor langer Zeit versiegelt, gleich nach dem großen Fall. In der Nähe eines jeden Tempels befindet sich ein Siegel. Dort versammeln wir uns, um den Geist unseren Respekt zu zollen. Dies solltest du ebenfalls tun. Heilige Worte offenbaren sich demjenigen, die ihnen offen gegenübertreten. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten nordwestlich von hier. Okay. Nordwestlich von hier. Also hier wird es dann wahrscheinlich sein. Okay.
Aber bevor wir uns jetzt da aufmachen, muss ich leider sagen, dass ich an der Stelle erstmal einen kleinen Cut setzen muss, weil wir schon bei über 20 Minuten angekommen sind. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf den zweiten Part, so wie ich auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst mir ein kleines Kommentar da. Gerade so als junger YouTuber ist es immer schwer, Abonnenten zu finden oder ja, überhaupt nur ein paar Leute, die auch mal die Videos gucken. Weil das motiviert halt schon ab und zu, wenn man wirklich sieht, dass die Leute einen die Videos bis zum Schluss geguckt haben. Ich werde jetzt im Anschluss gerade den zweiten Part aufnehmen und der wird wahrscheinlich am Freitag dann online kommen. Und bis dahin würde ich sonst euch sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video guckt, und haltet die Ohren steif, Leute. Ciao!